Hallo und herzlich willkommen bei MyProjectsTV. In diesem Video zeige ich meine selbstgebaute Eismaschine. Die funktioniert mit vier Peltier-Elementen. Die sind hier, da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Das Ganze wird wassergekühlt. Hier habe ich einen Radiator, der ist allerdings zu klein. Bei vier Peltier-Elementen wird da ziemlich viel Hitze freigegeben, deswegen sollte man einen möglichst großen Radiator hier nehmen. Das fließt dann einfach hier durch das Wasser, geht in den Topf, fließt dann durch den Radiator durch, fließt zu den Peltier-Elementen. Ich habe hier den Wasserkühlblock, dann habe ich die vier Peltier-Elemente und danach kommt so ein Aluminiumprofil. Das habe ich jetzt so aus dem Baumarkt. Das habe ich dann unten hier zugeklebt. Ich habe jetzt Pattex 100% genommen. Das ist zwar lösemittelfrei, ich weiß aber nicht, ob da jetzt trotzdem noch was drin ist. Aber ich will jetzt erstmal versuchen, ob das funktioniert. Deswegen werde ich da einfach mal Wasser reingießen. Und ich habe hier einfach so Sushi-Stäbchen, die noch zusammen sind. Die nehmen wir einfach mal. Und dann werden wir das mal anschalten und gucken, ob das so durchfriert, und wenn wir es rausziehen, dass wir dann quasi so wie so ein Stieleis haben. Beim Kühlwasser steigt jetzt schon langsam die Temperatur. Ich habe jetzt so ein Eispack aus dem Gefrierer drin. Die Kühlung reicht einfach nicht, aber so wie es jetzt läuft, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Das friert hier schon zu. An der Seite bildet sich auch Frost und hoffentlich klappt das so. Alter Schwede, wir haben jetzt schon 28 Minuten und das Ding ist fast durchgefroren. Allerdings wird das Kühlwasser auch ziemlich heiß. Jetzt sind wir schon bei 37 Grad. Das ist, wenn man den Finger mal reinhält, ziemlich warm. Ich glaube, das Kühlpack, das bringt jetzt auch nicht mehr. Und ja, aber gleich müsste das Eis fertig sein, ne? Das sieht gut aus. 35 Minuten und das Ding ist durchgefroren. Ich werde jetzt die Stecker ziehen und versuchen, das Eis da komplett rauszuholen. So, das Ding ist jetzt abgestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen können. Okay, das ist noch ziemlich festgefroren. Wir warten einfach mal. Oh, 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 wir können es rausnehmen. Wir können es rausnehmen. Ist das krass. Okay, das lege ich mal dahin. Ein ganzes riesiges Stieleis. In einer halben Stunde. Ist das krass. Das ist riesig. Und wir haben es nur in einer halben Stunde gemacht. Und wir haben ein Eis. Geil. Das sieht auch ziemlich gut aus. Danke fürs Zuschauen. Wem das Video gefallen hat, der kann gern ein Like da lassen. Wer noch weitere Projekte sehen will, auch gern ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.